So, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, das Bild, der rote Engel, hier die Vorlage, so eine Schablone. Ich habe es vorbereitet und zwar, ich habe es wieder auf so ein Rigopack kopiert, ausgeschnitten ringsherum und schon ein bisschen vorgearbeitet. Um ein bisschen das Video nicht zu lang zu machen. Und das heißt, hier mit so Stiften reingearbeitet. Ein bisschen hier Magnet rein. So ist es vorbereitet. Und jetzt beginnt die Arbeit mit der Spritzpistole. Und zwar dafür brauche ich jetzt als erstes Gelb. Das heißt, ich spritze jetzt hier mit Gelb vor, so außen stärker, hier unten auch, mit den Beinen und dann leichter in die Mitte rein, fast dann weiß lassen. Außen rückt noch ein bisschen stärker, dann noch zu viel, noch hier noch ein wenig. Ja. Und jetzt durchspülen. Und jetzt Magenta rein. Oben ein bisschen stärker und hier runter leichter werden. Hier oben dann stark, leichter. Stark und hier leichter. Und hier so ganz leicht. Unten auch an den Spitzen und auch hier oben noch so ein bisschen am Kopf. Also hier ein bisschen zu wenig Gelb. Spritzt hier. Wenn wir ein bisschen so reingehen, ja. Okay, gefällt mir soweit ganz gut. Und da oben, ich spüle noch mal kurz durch, ja. Weil das im Kopf habe ich vorher zu wenig gemacht. Ganz bisschen Gelb noch mal rein. Übergehen. Okay. Ist schon gut so. Und jetzt einen kleinen Moment, jetzt ziehe ich mal die ganze Folie ab. Alles abgezogen. Und jetzt habe ich aus der Papierschablone das Oberteil hier so herausgeschnitten. Das lege ich jetzt hier mal drauf. Mal so abzudecken mit Magneten mache ich es so fest. Natürlich kann man es auch, wer will, mit Maskierfilm abdecken. Ich habe mich für diese Variante jetzt entschieden und schon geht es weiter. Das heißt, wir können hier mit fliegenden Schablonen arbeiten und zwar ich spritze jetzt hier oben so in diesem Bereich mit Gelb. Hier unten auch ein bisschen so. Da darf das ruhig so übergehen. Das machen wir aber später nochmal ein bisschen. Nur jetzt hier so, weil ich Farbe drin habe. Und die dann auch hier noch. Ruhig so raus. Und
Übergang und jetzt noch spüle. Jetzt ein bisschen Magenta rein und hier müssen wir es ein bisschen vorsichtiger sein, nur ganz leicht ein bisschen rein zu nebeln. Da oben. Okay, müsste schon reichen. Jetzt nehme ich das ab. Habe hier schon, ne, diesen Engel so mit dem Licht in der Mitte. Und jetzt gehe ich her, kann jetzt hier noch ein bisschen so mit dem Fenster ein bisschen reinhalten, nach außen, nach hier oben. Und da kannst du jetzt so näher rangehen. Auch hier unten noch. So. Okay. Hier den Übergang. Wunderbar, das ziehen wir es mir mal ein bisschen so an und jetzt auch von hier noch mal so, ja, ganz gut, ist eigentlich schon ganz gut, also das ist eine Gefühlssache. Man könnte jetzt hier noch mit Gelb versuchen, das werde ich auch, das ist jetzt so. Eine spontane Eingebung, so die Inspiration, rein so vom Gefühl. Und so, ja, genau. Jetzt hier noch ein bisschen so. Ganz leicht, den Magenta leicht übergeht, ein bisschen ins Rötliche auf die Oberfläche. Auch hier noch ein bisschen, ja, so gefällt es mir besser. Durchsprühen. Und jetzt putze ich hier noch ein bisschen durch. Habe dann noch so eine kleine Inspiration. Und zwar nehme ich jetzt hier Weiß mit rein, gut schütteln, und jetzt einfach hier noch so.
Übergang. Also Bolzen. Also wir sehen so über den Wolken. Diese Erscheinung. Gut. Ist eigentlich schon ganz gut jetzt. Jetzt hier noch ein bisschen jetzt noch ein paar so kleine Dinger. Und hier in der Mitte, wo das Licht ist, ein bisschen so ein Schein, damit das ein bisschen mehr. Auch hier unten ein bisschen rein, dass das so ein Schein entsteht, dass die Kanten hier ganz klar sind. Auch hier diese Kante ein bisschen. Ja. Ja, gut. So gefällt es mir gut, okay. Schon ist unser Bild fertig mit dem roten Engel. Ich hole jetzt noch schnell meine Pappe zum Unterlegen, damit du es schöner siehst. Ne? Vom Hintergrund her mal sehen, ja, müsste passen. Alles klar. In diesem Sinne ist er fertig, unser Engel. Unser roter Engel ist oft auch mal für jemanden vielleicht, ihr habt gesehen, es dauert nicht so lange, die Vorarbeit ein bisschen mit der Schablone zu schneiden. Aber ansonsten ist es nicht so schlimm. Ein schönes Geschenk. Es gibt oft Menschen, die lieben so Engelbilder. Also das wäre so ein Vorschlag, wie man so ein Bild machen kann. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.